Es ist wie verhext. Wer gemeint hat, mit dem nassen April das Schlimmste überstehen zu haben, wird im Mai von einem Besseren belehrt. Man ist voll im Silieren innen. Der Morgen müssen noch 50 Hektare Gras verräumt werden. Doch über dem Jura sammeln sich schon wieder Gewitterwolken. Die ganze Schneidermannschaft ist seit über 72 Stunden auf der Beine und schlafen ist fast ein Fremdwort. Ja, eine Stunde bin ich geschwingt auf den Bus, ja, aber solange es mal angespannt ist und weiss, es muss laufen, geht das, aber nachher geht man dafür in ein Loch. Auch der Rolf Hess, das Bürorunzeln, ist jetzt auf dem Traktor anzutreffen. Er sagt Mais. Das ist eine sechsreihige Maissäemaschine, Mauchsaatmaschine. Inklusive mit dem Dünger, wo wir Dünger anschauen. Das hat seinen Grund. Das hilft ihm einfach auch in der Startgabe, in der Jugendentwicklung. Das ist eine grosse Unterstützung. Ich denke auch dieses Jahr wieder, wenn es ein bisschen kalt bleibt und die Luft die Beisengänge kommt, braucht es sonst schon zum Boden aus viel Energie. Und dann fällt es ihm dann ein bisschen für die Höhe und somit müssen wir auch ein bisschen Dünger dabei geben. Das verbessert auch die Konkurrenzfähigkeit gegenüber Unkräuter. Der Pflanzennährstoff wird in die Nähe vom Korn abgeleitet. Zum Einsatz kommt hier No-Till-Dünger 1930 mit 3% Magnesium von Landur. Der wird vom Big Bag via Förderschneck in den Tank gefüllt. Zurück zum Silieren. Während man im Mittelland mit Häcksler und Dosierwegen das Gras reinbringt, ist der Reesrickli im hügeligen Emmental mit dem 35 Kubik fassenden Strautmann Kurzschnittladewagen unterwegs. Ja, richtig gehört. Mit dem hier geht man in den Hang rein. Wenn man so sieht, den Ladewagen, könnte man nicht meinen, dass man in den Hang können mit ihm. Aber es geht also. Nicht zuletzt auch wegen der Bereifung. Bereifung haben wir das 17, 50, 26er Michelin. Und auch die haben wirklich gut im Hang. Das ist super, auch für Tragfähigkeit auf eher nassen Böden. Die 45 Messer bringen eine theoretische Grasschnittlänge von 36 mm her. Alle Funktionen werden über den Isobus gesteuert. Für den Rees ist es so arbeiten schon fast wie Ferien machen. Mit dem Kurzschnittladenwagen zu fahren, das ist, ja, das ist etwas, da ist Leistung wie ein Mann und geht eigentlich bringen. Ja. Der Support dieser Maschine macht die Agrotechnik Zulliger aus Huiswil. Und auf der Wunschliste der Schneider-Crew ist bereits ein zweiter Ladewagen von diesem Typ. Mir merkt es den Mannen an. Müdigkeit macht sich breit. Kein Wunder, denn an einem Tag wie dem 15. Mai ist bis Schneiders enorm viel los. Ja, also jetzt sind wir die ganze Nacht haben wir Rundbauen gemacht, Quaderbauen mit zwei Pressen. Zwei haben nachher gewickelt. Einer ist am Streifenfräsen, einer am konventionellen Maissäen. Einer ist am Grashäckerle, zwei sind im Chinaschilf mähen, pressen, einer ist im Güllen führen. Also, nochmal, sind alle dran. Und so ist man in der halben Deutschschweiz unterwegs. Speziell auch für die Chinaschilfernte, die vom Rheintal bis in den Raum Schönbühl gemacht wird. Aber auch sonst kommt die Schlagkraft der Maschine jetzt zum Tragen. Zum Schluss gehen wir noch auf die Strasse. Hier wird Biogasdünger aus dem Voralpengebiet ins Mittelland geführt und ausgebracht. Auch wenn die Schneiders über eigene Lastenzüge verfügen, braucht es manchmal Hilfe von aussen. Networking ist essentiell und mit der Peter Briner AG hat man einen Partner, der am gleichen Strick zieht. Erst seit kurzem ist der Fahrer Patrick Buhner dabei. Er hat sich schon bestens eingelebt. Wir haben ein ganz lässiges Team. Es ist ein riesiger Zusammenhalt bei uns. Für ihn macht diese Transportarbeit Sinn. Ich finde es noch sinnvoll.
Es ist ein Produkt, das von der Natur wieder in die Natur geht, oder? Das ist dann auch die Philosophie von seinem Arbeitgeber Peter Breiner. Hygienisierten Recyclingdünger aus Biogasanlagen so aufs Feld zu verfrachten, dass es nicht nur ökologische und gute Esswaren daraus gibt, sondern auch, dass es dem Landwirt etwas bringt und er Kosten sparen kann. Mit 12 Fahrzeugen sind sie so unterwegs. Und hier noch ein bisschen Fernfahrerromantik. Der neue 450 PS starke Lastwagen von Patrick nennt er liebevoll seinen Wohlfühl-MAN. Kein Wunder, mit diesen Vorhängen, liebevoll genäht von seiner Freundin. Es wäre jetzt zu schön. Ja, so ist schön. Kopfer. Scheiss-Jogger. Hast du eigentlich auch einen Hangschutz? Ja, ich habe da etwas, aber ich schaue auf das hier. Also, wenn es so ist, ist es nicht gut. Das ist nicht so ein Eindruck. Das ist mir, oder? Das macht nicht jeder.